Ja, Italien ist ein bedeutungsvolles Land in der Europäischen Union. Und ja, Matteo Salvini ist seit Jahren ein aufrichtiger Freund und Partner auch von mir und uns Freiheitlichen. Und wir haben eine sehr vertrauenswürdige Zusammenarbeit seit Jahren auch gelebt. Ja, und das ist gut, wenn wir jetzt auch hier sofort die Möglichkeit nutzen, die gemeinsamen Zusammenarbeitsebenen auch zu definieren, zu besprechen und festzulegen. Ich sage, wir werden einander brauchen, um die große Migrationskrise auch zu lösen, damit endlich an den europäischen Außengrenzen ein Grenzschutz möglich gemacht wird, damit endlich das sichergestellt wird und keine weitere illegale Migration nach Europa stattfinden kann und damit wir auch in der Europäischen Union vorantreiben, dass Aufnahmezentren und auch die Antragstellung für Asylanträge in Zukunft nicht mehr in Europa, sondern außerhalb Europas stattzufinden hat. Da gibt es viele Akzente, die wir vorhaben und da wollen wir natürlich auch Überzeugungsarbeit leisten und hier viele Partner auch gewinnen für dieses gute und richtige Projekt.